Der hierzulande eher unbekannte Kosmetikhersteller Coty hat ein Übernahmeangebot für Avon Products in Höhe von 10 Milliarden Euro gestellt. Zwar hat Avon das Angebot abgelehnt, allerdings sehen wir hier auch ein Indiz, dass an der Wall Street wieder Aufbruchsstimmung herrscht. Genau darüber möchte ich heute sprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, Avon hat das Angebot abgelehnt, 10 Milliarden US-Dollar. Warum? Ja, man muss eindeutig sagen, Avon hat gesagt, zu billig, zu wenig, was hier geboten ist. Aber nichtsdestotrotz, Coty, das Unternehmen, es scheint unbekannt zu sein, aber hinter diesem Unternehmen verbirgt sich eine deutsche Unternehmerfamilie, die öffentlichkeitsscheue Familie Reimann, die hier dieses Geschäft betreibt. Und Coty ist groß im Business mit Parfümen und Nagellack. Das Unternehmen selbst zwar nur 4,5 Milliarden Umsatz, damit nur dreimal so klein letztendlich wie Avon Products. Das ist also die Geschichte David gegen Goliath. Aber sie haben sich einen sehr, sehr guten Zeitpunkt ausgewählt. Die Aktie von Avon hat seit letzten Sommer 40% an Wert verloren. Jetzt natürlich durch dieses Übernahmeangebot wieder nach oben gesprungen. Aber Avon sagt dadurch, sie sind natürlich klassisch unterbewertet und Avon hat momentan noch ein großes Problem. Die Führungsspitze fehlt. Andrea Jung, die ehemalige CEO-Chefin, ist zurückgetreten. Man sucht einen neuen CEO und in diesem Machtvakuum versucht nun Coty zum Zuge zu kommen. Interessant für Coty ist einfach, Avon Products macht einen Großteil seiner Umsätze in den sogenannten BRIC-Staaten und da scheint das große Asset zu sein und darauf zielt man hier auch ab. Neben möglichen Übernahmen kommt im Frühjahr 2012 auch wieder Schwung in den IPO-Markt, auch abseits von Facebook. Ja, ist das ein Indiz für steigende Zuversicht an den US-Märkten? An den US-Märkten ist die IPO-Welle, man kann es wirklich sagen, angerollt. Viele versuchen natürlich im Fahrwasser von Facebook hier an den Markt zu gehen. Und es ist dort im Gegensatz zu Deutschland tatsächlich gelungen. Wir haben in den letzten Tagen ein paar spektakuläre IPOs gesehen. Anis, ein Hersteller von Organic Food, kam an den Markt. Sie haben zwar in Amerika einen sehr, sehr starken Brand, einen sehr, sehr guten Namen, aber nichtsdestotrotz gepreist wurden sie zu 19 Dollar. In der Spitze waren sie über 40 Dollar, also plus 100%. Das kennt man normalerweise nur von Tech-Werten und ein zweiter Wert, er kommt aus diesem Tech-Bereich, Millennia Media. Sie wurden mit 13 gepreist, waren in der Spitze 28, also auch plus 100%. Da sieht man schon, da kommt so etwas die Euphorie hinein und auch aus einer Branche, wo man es gar nicht erwarten würde, haben wir in Amerika ein IPO gesehen. Hier mussten zwar, was den Preis angeht, etwas Zugeständnisse gemacht werden. 8 Dollar wollte man haben, 6 waren es am Ende, aber inzwischen notiert die Aktie wieder bei 8 Dollar. Also selbst im Solarbereich war ein IPO möglich und das zeigt, die Stimmung hält sich auf. Ja, die neue Zuversicht an den US-Märkten rührt vielleicht auch daher, dass der Gesamtmarkt seit Jahresbeginn bislang sehr positiv gelaufen ist. Dow Jones plus 8%. Muss man jetzt erstmal mit einer kleinen Konsolidierung rechnen? Ja, vor allem Dow Jones plus 8% und damit hat er noch mit die schlechteste Performance überhaupt hingelegt. Selbst der S&P konnte dieses Jahr bereits 14% zulegen und es ist natürlich alles geschuldet. Die Wirtschaftsdaten in Amerika, sie waren in den letzten Monaten recht gut, auch wenn wir jetzt hier und da wieder gemischtes Bild sehen, aber das Niveau insgesamt, das ist wesentlich besser und es fehlt natürlich, muss man ganz klar sagen, es fehlen die Alternativen bei diesem Zinsniveau. Wenn man so Dinge sieht, wie diese Übernahmeangebote, die Preise, die Aufschläge, die hier bezahlt werden, dann kann man durchaus davon sprechen, dass die ein oder andere Aktie doch noch unterbewertet ist und diese Chancen sucht man hier und steigt in den Aktienmarkt ein. Ja, du hast es bereits gesagt, mit 8% plus ist der Dow Jones eher ein kleines Licht. Blicken wir auf die Nasdaq, die hat fast 18%, über 18% zulegen können. Ist das vor allem Apple geschuldet? Das ist natürlich Apple geschuldet und das wäre mit Sicherheit noch wesentlich mehr, wenn letztendlich nicht die Apple-Aktie, was die Marktkapitalisierung angeht, letztendlich gedeckelt wäre. Aber ganz, ganz klar, man sieht es daher, die Risikoneigung, die Zuversicht im Markt nimmt zu und Risiko vermutet man natürlich ganz zu Recht in den Werten des Nasdaq-Indexes. Hier sind die höchsten Volatilitäten, hier sind meistens die größten Kurssprünge und das drückt sich jetzt hier aus. Das Geld fließt etwas wieder zum Risiko hin und daher letztendlich die beste Performance im Nasdaq. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.